Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Schaubefehls. Wir machen die Zahl rund heute mal wieder und bei mir natürlich wie gewohnt der liebe, wundervolle Matze. Hallo. Ich finde es schön, dass du extra die Folgennummer sagst, weil normalerweise wissen wir immer selbst nicht ganz, bei welcher Folge wir gerade sind. Nur weil wir es jetzt eben gerade einmal nachgeguckt hatten vorher. Und heute lohnt es sich ja wenigstens auch mal, das nochmal auszusprechen, denn, muss man ja sagen, schön 40 Folgen jetzt rausgeballert, das ist doch mal was. Und da kann man kurz feiern. So, reicht auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die heute 40. Folge. Du hast mir wieder mal was gegeben, wo dir fast klar war, dass ich dabei keine Freudensprünge mache. Und ich habe dir was gegeben, wo ich einfach sehr gespannt bin, wie du auf diesen Film reagiert hast. Also interessanterweise hätte ich hier aber gedacht, dass mein Film mich mehr überzeugt. Aber werden wir ja heute noch sehen. Aber auf jeden Fall, eine würdige 40. Folge, möchte ich schon mal vorab jetzt schon mal prognostizieren. Aber ja, schauen wir doch einfach mal. Hast du irgendwelche Allround-Themen noch oder sollen wir gleich in die Filme starten? Och, nö, ich habe mich in der neuen Bude gut eingelebt. Das Einzige, was jetzt noch so fehlt, ist das Bett. Das kommt demnächst erst. Neuer Schreibtisch wäre auch nochmal irgendwann ganz geil, aber es ist ganz angenehm. Wie lebt es sich denn, wie war so dein Urlaub mit den beiden neuen Kätzchen? Nicht so entspannt wie vielleicht gewollt. Sowieso ja Urlaub generell die zwei Wochen, die ich hatte, super trubelig, also deswegen auch nochmal Entschuldigung an die Hörer, dass wir jetzt nochmal kleinen Aussetzer hatten. Da war einfach viel los, ich habe spontan geheiratet. Was man ja, so macht. Stimmt, das war ja auch in was man so Gott. Macht, kurz mal im Urlaub, wenn man auch, Zeit hat. Auch gar nicht so lange her. Das habe ich schon ist drei Wochen her, ja. Kacke, ey. Montags beschlossen, Mittwoch gemacht. Und dazwischen noch den Nachnamen per Münzwurf entschieden. So macht man heutzutage Heirat. Und du heißt noch Herr Hacker, oder? Ich bin immer noch Hacker, genau. Wir haben meinen Namen. Also ich hätte auch den von meiner Frau genommen, aber wir konnten uns einfach wirklich nicht entscheiden. Wir waren mit beiden cool. Doppelnamen mochten wir auch, aber das muss auch dann cool klingen. Das war bei uns nicht gegeben. Das klang scheiße irgendwie. Und jeder seinen behalten. Das ist ja auch so ein neuer Trend, dass man bei der Hochzeit einfach jeder behält seinen Namen. Das finde ich auch irgendwie doof. Also wir sind zwar jetzt nicht so super auf Tradition bewusst, aber wenn man schon den Schritt geht, dann fanden wir das beide so. Dann sollte man irgendwie einen Namen zusammen annehmen. Das war für uns beide eigentlich irgendwie cooler. Und ja, und wir konnten es wirklich nicht entscheiden. Deswegen haben wir eine halbe Stunde, bevor wir zur Anmeldung gegangen sind, haben wir eine Münze geworfen. Solide möchte ich meinen. Und dann eine Woche darauf, genau, gab es nochmal zwei neue Katzen, weil jetzt haben wir ja so viel Platz in der neuen Wohnung und dachten uns, zwei Katzen, drei Stockwerke, wir sehen die Katzen. Und dann haben wir zufällig ja gesehen, dass unsere Züchterin nochmal einen neuen Wurf hatte und sie waren wieder so süß. Wir wollten ja eigentlich nur mal gucken und naja, dann haben wir auch so den zwei gekauft. Ja, und jetzt, passiert und jetzt sind Ellie und Abby hier und 8 Wochen, ja, jetzt sind es schon 9 und 9 Wochen alt, aber ja, sehr, sehr sehr, sehr süß, sehr, sehr verspielt, sehr, sehr auf Trab haltend. Also klar, jetzt fegen hier zwei komplett aufgedrehte Dinger durch die Bude und unsere 3 Jahre alten Katzen sind natürlich jetzt erstmal so, oh Leute, chillt mal. Die sind natürlich nicht mehr so krass verspielt wie die beiden, aber ja, sie haben sie auch schon ganz gut eingelebt, also die beiden anderen akzeptieren sie, ist es aktuell so ein weniger Fauchen inzwischen? Ja, das war so eine Woche, war gut gekämpft so und Gefrauche, aber jetzt ist es gerade so eine friedliche Koexistenz, jetzt noch keine Bros so und keine Freunde, aber sie existieren nebenher, es gibt keinen Gestänker mehr und das ist schon mal nach einer Woche sehr, sehr zufriedenstellend, hatte das Schlimmstes befürchtet am Anfang und ja, vielleicht werden sie ja noch richtig dicke über die nächsten Monate, mal schauen. Aber ja, macht sehr viel Spaß mit den Kleinen. Ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. Aber klar, muss ja gucken, die schlüpft natürlich in andere Löcher als unsere dicken Brummbären. da muss man wieder alles abkleben und was vorstellen und gucken, dass sie keine Scheiße machen. Aber ja, die sind eigentlich bisher ganz lieb, aber eben halt total aufgedreht natürlich.
Wer davon mehr sehen möchte, wie heißt der Instagram-Account? Katzen des Nordens. Du aller Influencer. Ja, die schönen Catfluencer. Genau, da haben wir so ein kleines, also es ist ja wohl auch für uns so ein Tagebuch. Da haben wir auch damals mit den anderen alle angefangen, als sie bekommen haben. Und da scrollen wir immer gerne mal zurück und gucken nochmal, guck mal, so klein waren sie mal. Das ist halt echt schon ganz, ganz cool, ja. Genau, also da gibt's Katzen-Content. Wer Bock hat auf bisschen Action, Cat-Action, der kann da mal gerne vorbeischauen. Nice. Aber gut, kommen wir lieber zu Filmen dafür, wofür Leute eingeschaltet haben hier. Und ja, du fängst an. Ich habe dir einen sehr interessanten Film gegeben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du darüber erzählst. Ich habe von dir bekommen, ich sehe, auch bekannt unter dem internationalen Verleihtitel Good Night, Mommy. Bitte komm zurück, Mama. Ich lasse ganz, 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 ganz viele Bussis da. Ich freue mich schon, wenn ich wieder zurück bin. Mama? Der Film kommt aus dem Jahre 2014 ursprünglich, hatte in Deutschland 2015 Release, ist ein österreichischer Film, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und der Film hatte so einen gewissen Hype durch den Trailer damals. Das ist schon ewig her. Ich hatte es nicht auf der Pfanne, dass der Film inzwischen schon 5 Jahre alt ist. Super krass. Regie und Drehbuch stammen von dem Duo Severin Fiala und Veronika Franz. Genau. Und die haben durch diesen Film auch einen internationalen Durchbruch erlebt, haben inzwischen schon Drehen in Hollywood. Von denen kommt zum Beispiel der Film The Lodge. Und weil der Name mir geläufig war, produziert wurde der Film von Ulrich Seidel. Und das liegt daran, dass das der Mann von Veronika Franz ist. Genau. Mitspielen tun vor allen Dingen 3 Schauspieler. Das sind Lukas und Elias Schwarz und Susanne Wüst. Susanne Wüst spielt die Mutter und Lukas und Elias spielen Figuren mit den eigenen Namen, was ich immer ganz witzig finde irgendwie. Der Film hat, soweit ich das jetzt sehen konnte, keine großartigen Special-Veröffentlichungen bekommen. Es gibt die normale Blu-ray und eine DVD. Es gibt ihn bei Netflix zum Streamen und sonst kann man ihn sich ganz normal ausleihen bei den gängigen Anbietern. Außer bei Amazon. Da kriegt man ihn nicht. Echt? Ist er nicht auf Amazon? Krass, wusste ich gar nicht. Zumindest, wenn ich jetzt bei Wer streamt ist, richtig geguckt habe. Hat mich auch sehr verwundert. Zu meinen Erwartungen. Wie gesagt, der Trailer hatte damals relativ hohe Wellen geschlagen. Und wie das immer bei solchen Filmen leider ist, kriegt man dann sofort so eine Sachen reingespült wie gruseligster Film ever. Und ihr werdet euch die Hosen einscheißen. Wir hatten da, wann war das? 2 Jahren mit diesem einen Netflix-Horrorfilm, Veronica hieß der, glaube ich. Ja. Wo alle so komplett ausgerastet sind. Ja, ja, das war ja fast schon eine Marketinggeschichte, wo die extra so Leute angehypt haben, so, das ist der schrecklichste Film. Da gab es so Artikel, so, diesen Film mussten die Leute abbrechen nach der Hälfte und so. Ja, ja, völliger Quatsch. Ich möchte nicht sagen, dass bei uns auch so ein Artikel erschienen ist, aber mein Gott, es klickt sich halt, ne? Ja. Und dementsprechend hatte ich richtig Bock auf den Film, aber den komplett aus den Augen verloren mit der Zeit. Wie gesagt, 5 Jahre schon her. Meine Erwartungen waren eine Art Mindfuck-Horror mit wenig Blut und mehr sowas in die Richtung Robert Eggers und Ari Aster geht. Also Lighthouse, Hereditary, The Witch und so weiter und so fort. Das sind ja alles Filme, die nicht auf Shock-Value aus sind, sondern vielmehr mit ihrer Atmosphäre dich fertig machen. Ich weiß nicht, ich hatte das auch geteilt, hattest du das Meme gesehen, das Drake-Meme mit Jumpscares? Nee, und Horrorfilme, von denen du noch 3 Tage lang Albträume hast, weil sie dich einfach unangenehm berühren. Yes, genau das. Und das ist halt auch die Art von Horrorfilmen, die ich lieber mag. Ich habe auch durchaus gerne mal ein Jumpscare-Fest,
Allerdings ist es halt in den letzten Jahren halt schon sehr krass geworden. Und dementsprechend, ich hatte richtig Bock auf den Film. Doch, worum geht es denn? Ich bemühe mal die OFDB und dann ist es wieder so eine, bei so Seiten, die von Communities betrieben werden oder vor allen Dingen vorangebracht werden, ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Für die Zwillingsbrüder Lukas und Elias ist es eine tolle Ferienzeit. Sie spielen in Feldern, fangen, erkunden die Umgebung des Hauses, welches außerhalb eines Dörfchens liegt, entdecken einen Friedhof, entspannen auf der Luftmatratze auf dem See, was Jungs ebenso machen. Dann jedoch kommt die Mutter nach Hause. Ihr Gesicht ist unter einem Verband kaum zu erkennen. Die Schmerzen infolge der Operation machen ihr zu schaffen, weswegen sie neue Regeln im Haus einführt. Dabei ist sie gar nicht mehr so liebevoll zu ihren beiden Kindern, sondern wird ausfallend und verhält sich teils aufbrausend. Für Lukas und Elias ist schnell klar, das ist nicht ihre Mutter. Die beiden Brüder suchen Mittel und Wege, um aus der Frau herauszubekommen, wo ihre echte Mama ist. Ich konnte mich ums Verrecken nicht an den Friedhof erinnern, der da angesprochen wird. Friedhof? Nö. Aber hey, wie das halt so ist. Auch, dass es wird in dem Film nie so richtig ersichtlich, dass es Ferienzeit ist, aber ja, kann man rein interpretieren, whatever. Es gibt einen Pastor, aber Friedhof? Ja, aber der Pastor ist halt im Dorf. Ja, ja, deswegen. Eben. Naja. Community-Seiten, ein Spaß. Immer wieder doll. Bei dem Film möchte ich einmal das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen. Einfach, du hast es auch letztes Mal ja schon gesagt, es ist ein Film, der es ist so dieser typische Spoiler-Film. Wenn man das Ende kennt, dann dann verliert der Film einiges an Wirkkraft. Deswegen einmal kurz schon mal vorweg, wie ich ihn fand. Und dann in dem Review-Part einmal komplett alles, komplett mit Spoilern. Sprich, wer das alles nicht hören möchte, springt ab, wenn, sobald ich lossage, weiter zu Andres Film. Ja, also kann man ja, also generell halt, ne, haben wir, glaube ich, immer gesagt, wir spoilern ja eigentlich immer. Deswegen ja, unsere, es ist bei dem Film halt. Also bei dem Film ist es natürlich extrem schlimm, weil wenn du da das Ende kennst, genau, wenn die Auflösung kennst, ist es halt nur noch halb so spaßig, in Anführungszeichen. Das stimmt, ja. Deswegen, der Film zielt halt deutlich mehr drauf ab als ein The Crow zum Beispiel. Das stimmt natürlich, klar. Ich fand den Film sehr, 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 sehr gut. Ziemlich unterhaltsam. Also so unterhaltsam, wie so ein Film sein kann. Er hat mich, wie eben gerade gesagt, unangenehm berührt. Wirklich so, dass man sich dachte, oh, ja. Muss jetzt nicht sein. Aber genau das wollte ich von dem Film auch. Und deswegen fand ich ihn ziemlich geil. Auch wenn er seine er verlangt sehr viel Aufmerksamkeit. Und dass du wirklich die gesamte Zeit dabei bist. Und er macht es einem dabei nicht immer leicht. Aber das ist mir lieber als Conjuring 7. So, sind jetzt alle weg? Gut. Aber jetzt, Spoiler. Du hattest mich beim letzten Mal gefragt, ob ich den Twist schon kenne. Und als ich den Film angesehen habe, hatte ich zwischendurch das Gefühl, beziehungsweise ich glaubte, mich dran zu erinnern, dass ich einen Artikel über den Twist gelesen hätte. Das Witzige war, das war komplett Bullshit, was ich da im Kopf hatte. Ich dachte nämlich, dass es wirklich nicht die Mutter ist, sondern irgendeine andere Person. Denn der Film, der spielt halt ganz, ganz viel mit diesem. Also die Grundprämisse besagt ja, die beiden Kids glauben nicht, das ist ihre Mutter, sondern ist jemand anders. Und dementsprechend ist natürlich der Konflikt. Die Mutter, beziehungsweise die Person, die in diesen Bandagen ist, die sagt, sag mal, tickt der noch ganz sauber? Und die Jungs, die versuchen herauszufinden, was jetzt los ist. Kennst du, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, das Konzept des unzuverlässigen Erzählers? Ja, das hatten wir schon mal. Ich glaube, bei Mulholland Drive zum Beispiel. Ist eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag, die allerdings nicht immer gut ankommt. Wenn man es geschickt einsetzt, dann kann man großartige Twists bauen, wie zum Beispiel Sixth Sense.
ist so ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich sehe, treibt dieses Ding noch mal ganz anders auf die Spitze, was mir ziemlich gut zusagte, denn das, wie gesagt, wir sind im Spoiler-Teil. Hey, es sind gar keine zwei Kids mehr. Sondern der Lukas ist tot. Und Elias ist der Einzige, der wirklich in diesem Haus ist. Und das fand ich so schön zu sehen, wie der Film mit der Erzählperspektive den Zuschauer komplett an der Nase herumführt. Am Anfang hat man so sehr gemächliches Tempo im Film. Und trotzdem hat man gewisse Spannungsspitzen, wie zum Beispiel das Wer-bin-ich-Spiel, wo die Mutter nicht drauf kommt, dass Elias auf dem Zettel geschrieben hat, Mutter oder Mama. Und ich, wie gesagt, ich hatte die gesamte Zeit im Hinterkopf, sie ist wirklich nicht die Mutter. Und als sie das spielen, dachte ich mir so, hoho, ich bin so clever. Ja, am Arsch. und dann hatte man noch diese eine Szene, die ich mega stark fand, mit der Mutter, die in den Wald läuft und dann so komisch mit dem Kopf hin und her wackelt in Zeitraffer. Da wird einem, wenn man das Ende kennt, wird einem da bewusst, dieser gesamte Film und da auch die Verbindung zu dem Titel, sieht man durch die Augen von Elias. Mhm. Durchgängig. Und der sieht halt noch seinen toten Bruder und lässt sich von denen auch ganz schön beeinflussen und einnorden. Das ist eine Sache, die sehr, 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 sehr früh, nämlich in den ersten 5 Minuten, eigentlich schon dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesagt wird. Man hat die Szene am Anfang, die auch in der Inhaltsangabe beschrieben wurde, wie Elias auf diesem See, auf dieser Luftmatratze ist und also Lukas, Schnitt und dann geht's halt weiter zu diesem Haus. Eigentlich müsste jeder, der hin und wieder mal mitdenkt bei Film, das eigentlich sehen. Dennoch, dadurch, dass der Film sich so sehr auf diese Erzählperspektive versteift, kaschiert er das ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie ging es dir damals, als du den das erste Mal gesehen hast? Genauso eigentlich. Ich war damals auch ganz unvorbereitet. Ich habe ihn auch relativ früh gesehen, als er rauskam. Und da gab es noch nicht so viel zu dem. Deswegen, ich war auch völlig kaltes Wasser eben. Und ging mir genauso wie dir, ja. Was ich auch noch sehr, sehr schön fand, hatte mich, das ist jetzt eine sehr merkwürdige Verbindung, ein bisschen an die Dark Souls-Reihe erinnert, ist, wie bestimmte Sachen dem Zuschauer erzählt werden. Und zwar das typische Show Don't Tell. Man hat so ganz viel die Umgebung, in der das Ganze spielt, erzählt ganz, 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 ganz viel von dem Hintergrund. Man sieht zum Beispiel Zeitungsausschnitte, die von einer TV-Moderatorin erzählt, die gerade eine schwere Trennung durchmacht. Und man findet im Hintergrund auch so kleine Hinweise auf Schönheits-OPs. Das alles erklärt interessanterweise das Verhalten der Mutter. Denn die muss den Verlust eines Sohnes immer noch verarbeiten, von dem ihr anderer Sohn denkt, der ist immer noch da. Sie hat sich gerade von ihrem Mann getrennt und das mit der Schönheits-OP, da bin ich so ein bisschen okay. Irgendwas war mit dem Autounfall, ich bin mir aber gerade unsicher. Ja, genau. Die muss halt verdammt viel verarbeiten und dass sie dann nicht die gesamte Zeit happy-go-lucky ist, ist irgendwo verständlich. Aber dadurch, dass wir diesen Film nun mal aus den Augen eines Kindes sehen, der versteht das nicht. Der ist 8 oder so. Der weiß nicht, was da los ist. Und da ist auch eine schöne Sache, die ich immer spannend finde, das Fehlen von Kommunikation. Denn die Mutter und Elias, die reden kaum miteinander. Und wenn sie miteinander reden, eskaliert es immer sofort. Und es ist einfach unangenehm. Und das ist so diese Mischung aus Familiendrama und dem schleichenden Horror, der ja auch bei Hereditary einfach so unfassbar gut funktioniert hat. Das haben wir hier auch. Und ich fand's super spannend.
Und zu diesem Thema, dass ich den nicht, also dass ich wenig Blut und so weiter und so fort erwartet habe. Im letzten Drittel schaltet der Film, auch wenn er die gesamte Zeit eine unangenehme Atmosphäre hatte, gleich 5 Gänge hoch. Da hat man die Szene mit der Lupe, die ich schon ziemlich fies fand. Und so wie ich das mitbekommen habe, das mit dem Sekundenkleber ist wohl inzwischen einigermaßen, ich sag mal in Anführungszeichen, legendär. Wie er ihr den Mund zuklebt und dann wieder versucht aufzuschneiden, ist richtig, richtig unangenehm. Super mies, ja. Das ist einfach fies, ey. Und das war auch so, wo ich mich echt schütteln musste. Und das Ende ist natürlich auch gemein, dass die Mutter dann einfach, ja, goes poof. Abfackelt. Mhm. Weil sie ihm nicht sagen kann, was Elias Lieblingslied ist oder irgendwie sowas. Ist einfach fies. Und da wird's halt einem auch noch mal, ich finde es ein bisschen zu deutlich gesagt. Ich mag es immer, wenn sowas mehr im Dunkeln gelassen wird. Man hätte es schon noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr verstecken können, weil die Mutter sagt es denen dann einfach so, ey, dein Bruder ist tot, ich spiele aber wieder mit, blibablub. Ich fand dann das gesamte Ende vom Film noch mal richtig, richtig stark. Denn kannst du dich an die Szene erinnern, wo das Haus gelöscht wird? Ja. Hast du gesehen, dass die Mutter rausgeht? Ja. Ah, okay. Fand ich mega geil, weil es auch so einfach irgendwo reingeworfen ist. Aber auch hier wieder, wir sind in Elias Kopf und sehen halt, die Mutter geht raus. Und die letzte Szene ist ja nun mal, wie sie da aus dem Feld kommen und ein tolles Liedchen singen und als Familie wieder und vereint sind, ja. Miteinander vereint sind. Genau. Der Junge ist ein Psycho. So ein süßer Psycho. Es ist, wenn man weiß, worum es geht, finde ich, trotzdem ist der Film noch sehenswert. Einfach, weil ich es ganz geil finde, wie er Spannung aufbaut. Er überspannt den Bogen manchmal. Zum Beispiel die Szene mit dem Roten Kreuz, die da Spenden sammeln. Ja, wo die abwimmeln müssen, ja, ja. Ja, weil jetzt hättest du auch ruhig kürzer halten können. Ja, aber ich verstehe schon, was die machen wollten. Die wollten die Tension erhöhen, so, was ist, wenn die doch irgendwas mitkriegen? Natürlich bla, aber es stimmt schon, es war ein bisschen ausgereizt, ja. Ja. Aber ansonsten einfach ein sehr, sehr geiles Stück Film. Ich hätte mir manchmal Untertitel gewünscht. Die sind manchmal schon sehr schwer zu verstehen. Gerade wenn sie dann in dieses Dörfchen gehen und der Pastor oder Pfarrer, den verstehst du einfach nicht. Zumindest nicht als Hochdeutsch sprechender. Das war ziemlich witzig. Aber alles in allem einfach ein ziemlich guter Film. Also es gab wirklich so gesehen keinen Moment oder hast du wirklich irgendwie schon den Braten gerochen vorher mal? Ich habe es mir ab einem bestimmten Punkt denken können. Mhm. Einfach, weil es auch nicht der neueste Twist der Welt ist. Ja, klar. Sondern das wurde halt schon zu Genüge auch in anderen Genres zum Beispiel durchgespielt. Die Inszenierung hat mich aber die gesamte Zeit dran gehalten. Und ich fand es in dem Sinne interessanterweise komplett egal, dass ich es wusste oder dass ich es geahnt habe. Sondern ich konnte mich dann auf den Rest des Films konzentrieren, der mir einfach deutlich mehr auch nebenbei so gegeben hat. Ja, was ich schon oft auch gehört habe, gerade bei dem Film zum Beispiel, die ihn auch später gesehen haben, ist, dass sie sich dann beim Zuschauen so sehr darauf fokussiert haben, rauszufinden, was der Twist ist, dass du den Film eigentlich gar nicht guckst, richtig, sondern du versuchst das Rätsel schon zu lösen, bevor der Film überhaupt einen Hinweis darauf gegeben hat, quasi. Und dann versteifst du dich halt so sehr drauf, dass das, ja, wie gesagt, dass sowas ist doch auch nur auf das eine achtest so, und versuchst irgendwie, okay, was ist es und hier und hm. Und das ist ja auch ein Video, genau. Also von daher dann lieber einfach hinnehmen. Aber findest du den im Nachhinein auch, also kannst du nochmal Revue passieren lassen, findest du es auch alles schlüssig? Soweit ich das noch weiß, ja. Also Lukas redet mit niemand anders. Sie sind, wenn sie in einem gemeinsamen Raum sind, gibt es auch nur Interaktion zwischen diesen beiden. Und Lukas, soweit ich weiß, macht auch nichts, also fest nichts an oder sowas. Ja.
Und es ist ja schon möglich, dass der Elias sich selbst irgendwie verprügelt, wenn er sich mit seinen, wenn er sich vorstellt, sich mit seinem Zwilling da zu hauen. Also für mich wirkte das alles recht clever gelöst. Ja. Ja, sehe ich auch so. War nur mal eine Frage generell. Also hast du Lodge schon gesehen? Nee, ne? Neun von denen? Ja, weil da ist halt, da haben sie sich halt übernommen. Weil da sind ja irgendwie 4 Twists drin und da haben sie sich irgendwann vertwistet quasi. Da machen irgendwann ein paar Sachen nicht mehr Sinn. Das haben sie bei Ich sehe noch deutlich besser hinbekommen, finde ich. Ja, okay. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt Bock auf The Lodge. Wirklich. Und ich weiß gar nicht, ob die gerade noch irgendwo dran sind, irgendwas Neues zu machen. Ich glaube, die machen schon wieder was Neues. Ja, da gab es noch keine Infos. Aber ich glaube, die machen schon wieder das nächste Projekt, ja. Geil. Ja, ja. Ja, aber cool. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, ja, war. Ich habe das noch mal Revue passieren lassen. Ich glaube sogar bisher in diesem Jahr mein Lieblingsfilm aus dem Schaubefehl. Oh, Wahnsinn. Ja, cool. Nice. Cool. Hat ja genau deinen Nerv getroffen. Ja, genau die Art von Film, die ich sehr, sehr gerne mag. Ja, ich mag auch seine größtenteils Unaufgeregtheit und trotzdem diese unangenehme Atmosphäre dabei. Das mag ich sehr an dem halt, dass der so fast schon ein Heimatfilm ruhig ist. Bis auf die zweite Hälfte wird er ein bisschen aggressiver, aber gerade die erste Hälfte, der ist so schön schleichend. Das mag ich echt sehr gern bei dem. Ich find's auch einfach mega geil, wie du diesen extremen Kontrast hast zwischen dieser modernen Neubauvilla, diesem sterilen von innen und dann dieses Wilde draußen, wo die Jungs sich meistens aufhalten. Und auch so Szenen wie, wo die beiden in die Höhle gehen, ganz am Anfang, und das erstmal für, weiß nicht, eine halbe Minute einfach dunkel ist und du nur die Schritte hörst, was für die Story letzten Endes nichts dazu tut, was dich aber so richtig gut darauf vorbereitet, hey, das wird jetzt so unangenehm hier, Brudi. Ja. Das also nichts. So. Wie gesagt, erfordert sehr viel Aufmerksamkeit, aber abseits dessen, geiles Ding. Ja, cool. Also, ja gut, falls ihr jetzt zugehört habt, kennt ihr den Film jetzt eh schon. Falls ihr ihn noch nicht kanntet, seid ihr jetzt eh gespoilert. Aber ja, falls ihr ihn trotzdem noch gucken wollt, guckt euch auf jeden Fall. Ich sehe ja Netflix, ist ja easy, kann man sich ja dann mal rein streamen, wenn ihr Interesse habt. Ja, cool, freut mich. Bin ich wirklich begeistert, dass ich dir mal wieder was gegeben hat, was dich auch wirklich mitgenommen hat und abgeholt hat. Dann machen wir weiter mit meinem Film. Film, Anführungszeichen, Film. Ja, ich habe auch echt lange überlegt, ob der hier reinpasst, aber irgendwie. Ja, doch, natürlich schon. Ist ja. Es soll ja keine Grenzen geben, sage ich mal. Das ist ja mal egal, was für eine Genre oder was für eine Art Film es ist. Und ja, du hast mir gegeben einen Musical-Film, nennen wir es mal. Ja, es ist ein abgefilmtes Musical, eine Bühnenshow, aber nichtsdestotrotz. Teils. Ja, okay, teils. Aber schon. Zum größten Teil. Du hast mir gegeben Hamilton aus dem Jahr 2020. Ladies and gentlemen, welcome to the show. The $10 found a father without a father, got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being the self-starter. Ein Film von Thomas Kail, unter anderem hat er auch den Grease-Film von 2016 gemacht zum Beispiel. Und ja, streamt bei Disney Plus, ist auch exklusiv, gibt's also nur dort, habe ich dort auch geschaut. Sogar in schönem 4K mit allem drum und dran, echt ein sehr schönes Bild, was der da liefert, echt Top-Qualität, entsprechender Fernseher vorausgesetzt. Hat mir optisch auf jeden Fall gut gefallen, weil es wirklich echt eine saubere Produktion ist, echt gut. Und ja, mit einem ja größtenteils Musical-Cast, sag ich mal, aber zum Beispiel natürlich der Initiator des Ganzen, auch Lin-Manuel Miranda, der hat auch das das Bühnenstück erarbeitet selbst. Er ist der Schöpfer von dem Ganzen und er spielt ja auch hier eben die Hauptrolle, wie in dem Broadway-Stück Alexander Hamilton eben. Und der auch hier produziert hat man zum Beispiel auch in Mary Poppins Returns hat er auch mitgespielt.
ist aber sonst halt eher Produzent, vor allem auch Audioproduzent, hat also auch viele zum Beispiel Musikstücke für Star Wars auch geschrieben oder auch. Vor allen Dingen nach dem Erfolg von Hamilton ist er zu Disney gegangen oder wurde von Disney angeworben und hat seit, ich glaube, Vaiana auch. Genau, Vaiana, ja. Im Grunde genommen da die Zügel in der Hand, genau, was die Musik angeht. Genau, kommt also aus dem Musikbereich, ist jetzt eigentlich jetzt nicht der Star-Schauspieler. Mehr dazu später. Ansonsten Leslie Adam Jr. spielt mit als Aaron Burr. Hat man im Murder on the Orient Express Remake gesehen oder auch in Harriet von 2019. Und dann in weiteren Rollen David Dix, unter anderem Christopher Jackson und Jonathan Groff in einer tollen Rolle als King George III. Und ja. Und ich werde erstmal den Plot mal erzählen, bevor wir dann weiter ins Detail gehen und meine Erwartungen noch rannehmen. Also, Hamilton erzählt die Geschichte des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton. Geboren und aufgewachsen als Waise in der Karibik, kommt Hamilton im Sommer des Jahres 1776 nach New York, wo er in einer Bar auf drei Revolutionäre trifft. Den Sklaveneigner John Lawrence, den französischen Marquis de Lafayette und den Schneiderlehrling Hercules Mulligan. Als die Revolution gegen den britischen König George III. Ausbricht, schließen sich die drei dem General George Washington an. So viel mal grob zum Plot. Also es geht hier klar um die Gründervätergeschichte und vor allem eben Alexander Hamilton hier im Fokus, weil die Aussage des ganzen Stücks ist quasi, dieser Mann kam immer in den Geschichtsbüchern quasi zu kurz. Sie wollten, beziehungsweise er wollte, Miranda wollte hier mal diese Geschichte, diese ganze Gründergeschichte, vor allem aus der Sicht von Alexander Hamilton mal erzählen, mit Fokus auf seiner Figur, auf seinem Leben. Und ja, was habe ich denn erwartet? Ich meine, was kann ich sagen? Was habe ich erwartet? Ich habe ein Musical erwartet. Na, aber Musical ist ja nicht gleich Musical. Ja, ich weiß. Ich habe trotzdem Musical erwartet. In allererster Linie mit allem, was dazugehört. Mit Tanz und Sang und Sprung und Tralala. Ich habe aber auch ich wusste tatsächlich über Hamilton einfach nicht viel. Weil natürlich habe ich den Hype mitbekommen, auch auf Social Media und Co. Ich weiß, dass den sehr viele Leute abgefeiert haben, als er rauskam, dass er in aller Munde war, dass alle sagen, oh, es ist das Geilste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und sonst wusste ich aber wirklich nicht viel über Plot und überhaupt und allem drum und dran. Du wusstest also auch gar nicht, dass es eigentlich das Broadway-Stück des bisherigen Jahrtausends ist? Nein. Ja, krass. Ich beschäftige mich einfach Musicals 0,0 in meinem Leben. Vielleicht solltest du das ändern. Nein. jedenfalls waren meine Erwartungen daher sehr low, weil ich einfach nicht wusste, was mich erwartet. Ich wusste eben nur, die Story wusste ich, dass es eben um diese Gründerväter geht und dass es vor allem eine moderne Herangehensweise an diese ganze Thematik ist. So, mehr wusste ich eigentlich nicht und mehr konnte ich auch in dem Sinne nicht erwarten. Von daher bin ich da auch sehr aufgeschlossen und sehr nüchtern rangegangen und wollte mich eben überraschen lassen. Und ja, man kann halt sagen, dass das Stück verbindet halt Hip-Hop mit klassischer Broadway-Musik und ja, diverse andere, sagen wir mal, populär musikalische Stile. Also steckt einiges drin, R&B und ja, auf jeden Fall sehr, sehr poppig, sehr modern. Eben vor allem konträr eben natürlich zu dem Thema eigentlich. Und es ist quasi so die amerikanische Geschichte so modern neu erzählt, kann man sagen. Auch eine Besonderheit natürlich an dem Stück generell, dass so ziemlich alle Charaktere mit Black People of Color besetzt sind. Was natürlich dahingehend, das ist natürlich eine also im Grunde die Ursprungsgeschichte ist eine rein weiße Geschichte, mehr oder weniger. Alle Charaktere, alle Beteiligten da damals waren weiß, von daher natürlich auch hier klar ein Statement, das eben in dieser Moderne jetzt eben mit Black People of Color zu besetzen hier. Und generell, was so Ausstattung, Kostüme, Bühnenbild angeht, fand ich das alles sehr, sehr hochwertig. Da gibt's eigentlich wenig bis nichts zu meckern. So, das ist schon alles wirklich gut in Szene gesetzt. Tolles Licht, tolle Choreografien,
überhaupt, was sie da aufgebaut haben mit dieser Empore, mit den Treppen und so weiter. Das ist alles natürlich absolut, absolut am Peak, so was Qualität angeht. Das fand ich auch alles wirklich sehr stimmig und hat mir gut gefallen. Ich fand's halt krass, ja, wie wenig es letzten Endes einfach. Ja, das stimmt, genau. Es wechselt ja eigentlich auch nicht. Es kommen halt mal ein paar Requisiten reingeschoben, mal ein Tisch, Stühle und so weiter. Aber genau, es bleibt an sich ja immer das gleiche Setting. Das kann man jetzt auch als langweilig betrachten. Ich fand aber, es war okay, weil es halt, es hat gezeigt, es brauchte nicht mehr. Und das, was sie reingeschoben haben an Requisiten, hat es dann untermauert. Aber der Fokus soll ja auch auf den Schauspielern liegen oder auf den Darstellern. Den Cast an sich fand ich durch die Bank weg gut. Ich fand halt tatsächlich, also ich finde Lin-Manuel Miranda, also meine Meinung, ich bin kein Musical-Profi, jetzt wenn du mich gleich in die Luft zerreißt, dann tu das bitte gerne. Ich fand aber trotzdem eher, man hat gemerkt, dass er es nicht der geborene Schauspieler ist. Also zumindest, dass es nicht sein erstes Handwerk ist, sondern dass er eigentlich meistens im Hintergrund auftritt. Weil ich fand, er ist im Gegensatz zu vielen anderen, war er fast ein bisschen blass als Hauptfigur. Das ist aber nur meine Ansicht, meine Einschätzung. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Das Witzige ist, er ist definitiv Schauspieler. Mhm. Er hat zum Beispiel auch, der Film sollte auch dieses Jahr ins Kino kommen, hey, Corona. Mit In the Heights hat er seine ersten Erfolge gefeiert am Broadway, soweit ich das weiß. Und vorher hat er auch zum Beispiel in Sitcoms ganz viele Nebenfiguren gespielt. Ich freue mich zum Beispiel immer, wenn ich von How I Met Your Mother die Folge sehe, in der nur gereimt wird. Ja, die kenne ich. Da spielt er zum Beispiel mit. Ah, da okay. Ist er der Typ, der neben Marshall sitzt. Ah, okay, okay. Na, ich sage ja nicht, dass er nicht schauspielern kann. Nein, aber da sind halt wirklich ein paar richtig starke Leistungen drin. Und ich fand dann im Gegenzug, er als Hauptfigur, da wirkte dagegen fast teilweise ein bisschen blass im Verhältnis. Du hast halt mit Lamar Odom Jr. hast du einen, der halt als Aaron Burr super viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, gefühlt, sobald er halt singt oder auf der Bühne ist. Und dann hat man noch die beiden Szenendiebe, David Dix, der halt als Lafayette und Jefferson mega geil ist. Ich liebe ihn, der war gut, ja. Und oder halt auch Jonathan Groff ist halt auch ein Szenendieb einfach. Ja. Der olle Spucker. und das ja, ist halt. Mag ist, sein. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass der scheiße war. Ich sage jetzt auch nicht, dass er schlecht war. Ich sag aber nur, ich Verhältnis ist ja mir, war ja mir gerade als Hauptfigur ein bisschen blass. Aber das nur im Vergleich sogar zu den anderen irgendwie. Aber wie du gerade schon sagst, David Dix natürlich großartig. Hat vor allem mit seiner Körpersprache und auch die vielen lustigen Momente reingebracht, wo ich auch echt teilweise echt lachen musste. Nicht nur lyrisch, sondern vor allem auch durch seine Körpersprache auf der Bühne. Groff eben wie als König hier, so als verhätscheltes Riesenbaby, der Salbert beim Singen. Sehr, sehr, sehr gut. Hat mir witzigerweise gefallen. Das hat man im Interview später gelesen, er macht das immer. Es gehört nicht zur Rolle, er spuckt wohl relativ viel beim Singen. Also ich hätte auf jeden Fall sehr viel gespuckt, ja. gefiel mir aber wirklich gut, ja. Hat mir die beiden Rollen, war natürlich klasse und haben sie beide sehr gut getragen. Ja, von daher, der Cast, wie gesagt, hat mir alles gut gefallen. Und auch ganz besonders cool fand ich diese Cabinet Battles, die mich total an den YouTube-Channel Epic Rap Battles of History erinnert haben. Ist glaube ich, auch definitiv schätze ich daran mal angelehnt, ne? Das fand ich richtig lustig, das fand ich echt gut, das hat mir gut gefallen. Von daher, das waren echt so ein paar echt Highlights. Ich muss insgesamt sagen, der erste Akt in seiner Gesamtheit, also ne, gibt ja eine Intermission in der Mitte, deswegen zwei Akte, den ersten Akt fand ich insgesamt nicht so stark. Witzig, ich find's andersrum. Ich war am Anfang, ich habe sehr lange gebraucht, um überhaupt erstmal reinzukommen. Mhm. Ich musste mich an die Sprache gewöhnen, generell, an den Erzählstil dieser Geschichte. Ich hat mich am Anfang erstmal gar nicht abgeholt. Da habe ich mir dann erstmal, gerade als ich gerade erzählt habe, quasi, da habe ich mich dann erstmal fokussiert, so okay, mir erstmal so die Ausstattung angeguckt und erstmal so ein bisschen den Rest so drumherum, weil ich irgendwie merkte, sonst verliert er mich zu schnell. Oder droht mich zu verlieren. Hast du Untertitel an? Ja. Ach, zum Glück. Weil das wäre so krass gewesen sonst, ja. Die hatte ich an. Genau, aber der erste Akt hat mich irgendwie nicht so abgeholt, muss ich leider zugeben. Ich fand die Songs am Anfang, die erste halbe Stunde,
hat mich null gecatcht, also wirklich gar nicht. Generell finde ich halt der insgesamt die ganzen Songs gingen mir nicht gut ins Ohr. War wenig Catchiges für mich dabei. Ich meine, das Problem ist einfach für mich immer, diese Musical-Tracks sind halt sehr auf die Lyrics ausgelegt, natürlich, ne? Und dass die ist auf die Geschichte, auf die Story, und das catcht einfach nicht so richtig. Es gab nur wenige Tracks, die wirklich mir irgendwie direkt auf Anhieb, auch während dem Schauen, mich direkt angesprochen haben, was drin war. Und auch im Nachgang, ich musste auch heute noch mal den Soundtrack noch mal nachhören, weil sonst hätte ich gar keinen mehr im Ohr gehabt. Muss ich leider sagen, die Songs waren einfach nicht mein Ding, obwohl ich sie nicht schlecht fand, aber ich fand, die waren keine Ohrwürmer so. Die sind mir, die haben immer zur Szene gepasst, aber ich fand die, wenn überhaupt, nur mit Bild gut. Wenn ich die nochmal so höre, ist es so, ja, okay. Also, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn ich habe auch, als ich mich halt in der Zeit in Schönebeck, habe ich halt ja auch sehr viel Musicals gehört, einfach weil ich Bock drauf hatte. Ich habe es nie geschafft, Hamilton durchzuhören, einfach weil ich es auch zu langweilig fand. Und ich hatte es durchaus häufiger mal versucht. Und ich finde, die Visualisierung hilft sehr, sehr, sehr stark dabei. Und jetzt, wenn ich mir die Songs anhöre, dann habe ich jetzt immer die Bilder im Kopf und bin sofort drin. Und ich finde zum Beispiel rein musikalisch, hast du im ersten Akt halt hintereinander, hast du Satisfied von Angelica Schuyler, was halt unfassbar geil ist. Vorher hattest du den Liebessong ihrer Schwester. Dann hast du direkt danach im Grunde genommen von Aaron Burr da sein Wait for It, was auch einfach ein unfassbarer Song ist. Also, ich find's mega. Ja, wie gesagt, fair enough, so. Aber ja, mich hat's echt nicht gecatcht, so. Und aber muss sagen, der zweite Akt insgesamt war für mich generell stärker. Ich fand, die Story hat da mehr angezogen, da kam ein bisschen mehr Zug rein, da kamen dann auch für mich die besseren Songs, ganz klar. Mal so, also ich glaube, so drei Stück würde ich so als Highlight rauskristallisieren. Am Anfang der Introduction-Track von Aaron Burr, den fand ich super. Dann diesen The Room Where It Happens fand ich sehr gut. und den Washington On Your Side fand ich echt cool. So, das sind so die drei, die bei mir rausgestochen sind, die auch so ein bisschen hängen geblieben sind. Muss aber sagen, vom Rest weiß ich eigentlich gar nichts zugegeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem von Musicals und auch Musical-Filmen, die halt nur aus Songs bestehen. Das ist halt ähnlich bei Les Miserables, wo du ja auch 2,5 Stunden nur Gesang hast, im Grunde genommen. Da hast du ja auch, also auch wenn es ein mega, mega erfolgreiches und bekanntes Musical ist, ich könnte dir jetzt, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Songs nennen. Ja, das ist halt das Ding. Irgendwann verschwimmen die Songs. Und irgendwann hast du, das ist ja, muss ja, also das ist auch noch mal ein Punkt. Das Ding dauert halt hier 2 Stunden 40, ne? Das ist schon echt lang. Mhm. Und muss halt echt leider sagen, so irgendwann kommt es dir vor, dass du echt so einen Song hörst, der 2 Stunden 40 dauert, weil es einfach alles geht ineinander, wie du gerade sagst. Es gibt bis auf die Intermission halt keine Pausen. Jeder Song mündet in den nächsten, und irgendwann war es wirklich für mich so ein, ich sage jetzt nicht Soundbrei, weil ich sage jetzt nicht, dass die Qualität der Songs nicht gut ist. So, das sind gute Tracks. Sie haben mich nur nicht gefesselt so. Aber irgendwann ist es halt so, dass es in deinem Kopf vermengt sich alles. Und dann habe ich auch gemerkt, wie ich dann irgendwann, wie gesagt, dass mich verliert. Aber wie gesagt, im zweiten Akt wurde das besser. Und den fand ich auch deutlich stärker, einfach weil die Story, wie gesagt, mich mehr angesprochen hat, weil es dann irgendwie mal doch ein paar echt spannende, auch wirklich spannende Szenen gab. Und dann natürlich auch das Finale natürlich der ganzen Geschichte, das ist natürlich auch nicht unemotional. Das fand ich alles schon sehr, sehr gut gemacht. Und muss halt auch abschließend einfach, glaube ich, sagen, dass ich insgesamt, damit mich der Musical-Film hier wirklich so unfassbar mitnimmt, also war ich nicht in die Thematik nicht genug involviert, einfach, wie gesagt. Also natürlich kenne ich irgendwie die Gründergeschichte so der Staaten, aber ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd, amerikanische Geschichte so, und ist halt einfach auch nicht mein Thema, wo ich jetzt super viel zu lese oder so. Also ich glaube halt, gerade wenn man natürlich Amerikaner ist und hat man so einen Bezug dazu. Oder wenn man halt sich, wie gesagt, geschichtlich dafür sehr interessiert, glaube ich, dann funktioniert es nochmal besser auf der Ebene. So habe ich jetzt nochmal ein paar Details vielleicht gelernt aus dieser Geschichte und wie die Zusammenhänge sind. Es war jetzt auch nicht unspannend.
Aber es war jetzt eben keine Geschichte, die mich mega gefesselt hat, wo ich dachte so, oh ja, das wollte ich immer noch mal nacherzählt bekommen irgendwie. Weiß nicht, vielleicht müsste man sowas mal über das Deutsche Kaiserreich machen oder so. Ist halt super spannend, weil eigentlich dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre, sollte ja in Hamburg Hamilton aufgeführt werden, auf Deutsch. Ja. Ja. Und das war auch, glaube ich, so das Ding, das läuft ja schon seit Ewigkeiten, was, obwohl es so ein riesen Erfolg ist, was es immer bisher von Deutschland abgehalten hat. Weil es eben ja sehr eine uramerikanische Geschichte ist. Hm. Wie gesagt, wenn man sich dafür interessiert, ist es ja, glaube ich, noch mal spannender. Da ich ja mit dem Thema jetzt einfach, wie gesagt, nicht verwurzelt bin, war das auch noch mal so ein Punkt, der da vielleicht ein bisschen reingespielt hat. So, aber ja, also, wie gesagt, abschließend, um zum Punkt zu kommen, ich fand's interessant. Ich fand's sehr gut gemacht, qualitativ, einfach extrem hochwertig, gar keine Frage. Toller Cast, tolles Bühnenbild, gut gespielt, toll gesungen. Die Songs an sich sind auch sehr gut, die Qualität der Songs ist sehr gut. Mich haben sie nicht gecatcht so. Sie sind halt nicht die typischen Ohrwurm-Songs so, also keine Ahnung, wenn du mal einen Vergleich nimmst. Ich feiere Greatest Showman zum Beispiel, den Film. Mhm. Weil da die Songs mich mehr abholen, weil das einfach in Anführungszeichen normalere, radiotaugliche Popsongs sind, obwohl es auch quasi eine Musical-Anleihe hat, sag ich mal. Aber die haben mich zum Beispiel mehr abgeholt. Da ist die Story Quatsch, weil sie Geschichtsrelativierung ein bisschen betreiben, aber ist was anderes. Aber machen sie bei Hamilton übrigens auch. Welchen Part? Der ist nicht historisch hundertprozentig akkurat. Okay. Also ich habe tatsächlich ein paar Sachen nochmal nachgelesen danach, weil mich es dann doch auch interessiert hat. Das ist auch wieder der positive Nebeneffekt, dass ich danach nochmal Lust hatte, mich ein bisschen reinzulesen. Wo weißt du genau, wo da ein bisschen geredet wurde? Zum Beispiel die Geschichte, dass Angelica und Alexander sich wohl deutlich, deutlich länger kannten. Und das ist jetzt Halbwissen, aber ich glaube, es ist recht offensichtlich, dass die definitiv was miteinander hatten. Okay. Aber insgesamt wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Dann mach ich so ein Fass auf, ne Quatsch. Nein, kann ja sein. Es gibt die Seite Fact-Checking the Big Hamilton. Okay. Schau ich vielleicht nochmal rein. Also gut, mag sein, klar. Habe ich nicht geprüft. Aber sag gerade, positiver Nebeneffekt. Ich habe danach nochmal ein bisschen reingelesen, weil ich tatsächlich auch nochmal so diesen Ablauf dieser Zeit nochmal checken wollte irgendwie. Also von daher, so, das kann mir noch geben. Aber ja, im Endeffekt, wie gesagt, bleibe einfach nicht der Musical-Fan. Das kommt dazu. Also das muss man bei meiner Bewertung bei solchen Filmen natürlich immer mit bedenken, liebe Hörer. Ich bin einfach Musicals, ich sag nicht aufgeschlossen, aber ich in der Regel kriegen sie mich nicht, weil es einfach nicht meine Art Unterhaltung ist. Aber du fandest ja aber auch zum Beispiel Kifferwahn toll. Ja, weil er auch was Eigenes macht und weil die Songs catchy waren und weil es dazu noch ein bisschen abgedreht war. Das ist dann schon wieder mehr mein Ding. Aber das hier so als mehr klassisches Broadway-Ding ist einfach nicht so mein Style. Ist ja aber auch nicht schlimm. Aber ja, ich habe, glaube ich, die positiven Punkte, die für mich da waren, rausgestellt. Wie gesagt, auf der negativen Seite für mich waren es halt, dass die Songs nicht gezündet haben und dass ich einfach die Geschichte an sich nicht als allzu, also ich sag nicht spannend, aber sie hat mich einfach nicht reingezogen, weil ich die Thematik nicht, einfach ist nicht mein Steckenpferd so. Aber so, wer eben mit all diesen Dingen was anfangen kann, der sowieso Musical begeistert ist, der wird da, glaube ich, schon sein Ding finden drin. Und wie gesagt, der Hype kam ja nicht von irgendwo her. Also ich verstehe alle, jeden, der das feiert, absolut total. Das ist auch alles Hand und Fuß. So, und ich, also das, was am meisten mir gefallen hat, ist wirklich dieser moderne Ansatz, dieses Broadway-Ding mit diesem Hip-Hop zu vermischen, gerade diese Rap-Battle-Anekdoten da, das fand ich echt total, total charmant und gerade in Bezug eben auf diese eigentlich urweiße Gründergeschichte, das einfach mal so modern aufzurollen, natürlich auch total, total clever einfach. Das mochte ich echt gerne, aber so rein als Film, Musical-Film einfach, ja, es war nicht mal Cup of Tea so. Ich gestehe ihm die Qualität zu. Mich persönlich hat es nicht so angesprochen. Ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, dass halt durch
durch das Hip-Hop-Ding, das dir mehr zusagt. Aber hey, also das ist dann so. Hat es sicherlich. Also wäre das noch rausgefallen, glaube ich, wären meine Worte noch deutlich negativer, würde ich mal behaupten. Das fand ich schon cool. Und es war auch gut inszeniert, weil sie halt, wie gesagt, gerade diese Schlagabtausch, der da stattgefunden hat teilweise, eben in diesem Hip-Hop-Stil, das war echt sehr, sehr cool. Aber es hat halt in Anführungszeichen nicht gereicht, um mich dann doch vollends irgendwie abzuholen. Übrigens, Fun Fact, Franzi, meine Frau, auch nicht. Und die ist eigentlich auch sehr, sehr großer Musikfilm oder Musical. Die kann man sehr leicht mit Musicals begeistern, fand sie auch nicht gut. Hat sie gar nicht. Also sie fand es sogar noch schlechter, als ich ist eingeschlafen zweimal. Also sie hat es auch gar nicht abgeholt. Also es ist wirklich scheinbar doch auch sehr eine Stilfrage hier, glaube ich. Ja. Aber umso spannender, dass es dann halt so ein Riesenerfolg wurde. Aber naja. Wie gesagt, ich glaube gerade in den USA, einmal auch natürlich wegen der Verwurzelung, nochmal eine andere Sache. Und dann auch wegen der Kultur dort natürlich sicherlich. Von daher. Und wie gesagt, es ist ja ich erkenne das dem Ganzen ja die Qualität an. So, ich sage ja nicht, dass das qualitativ schlecht ist. Es ist wirklich eine ganz persönliche, mich hat es nicht abgeholt, Geschichte. Von daher, es wundert mich nicht, dass es den Erfolg hat. Und er hat es auch zu Recht, weil es eben toll gemacht ist. Mich hat es einfach nicht angesprochen. Sweet. Nicht komplett, zumindest so. Dann hoffe ich mal, dass der nächste Film dich mehr ansprechen wird. Ja, kommen wir zur nächsten Hausaufgabe. Ich bin sehr gespannt. Diejenigen, die mir bei Twitter oder Letterboxd folgen, werden sich wahrscheinlich gewundert haben, was zur Hölle ich die letzten Tage so veranstaltet habe. Es war Vorbereitung für einen anderen Podcast. Achso, du meinst deinen Schweigerverse Watch, ja. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ein der Filme, den ich dafür jetzt auch zum ersten Mal gesehen habe, den hast du auch nicht gesehen. Oh nein, hau auch ab. Ich habe ganz, ganz kurz überlegt, ob du Schutzengel gucken musst. Aber ich hatte ja gesagt, ich möchte dich in nächster Zeit erstmal nicht mehr brutal ärgern. Und da wärst du einfach nur komplett ausgerastet. Das ist nett. Es ist einfach ein Stück Scheiß auf Zelluloid gebannt, ey. Freut euch alle auf den Welle Nerdpol Schweigerhöfer Podcast. Das wird großartig. Ja, bitte schon mal vormerken. Und wenn ihr noch nicht rein followt, bitte abonnieren natürlich Matzes anderen Podcast. Deswegen, und ich hatte mich gewundert, dass du den nicht gesehen hast. Oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock. Darfst du den hier gucken? Oh, ich habe jetzt schon keine Lust. Ja, das ist so ein Film, wieder mal, auch hier hatten wir schon öfter im Podcast, den habe ich irgendwann mal im Fernsehen, weißt du, als, wie alt ist der, ist auch schon ewig alt, irgendwann mal in 91, ja, in jüngeren Jahren mal im Fernsehen nebenher, ich kann mich halt an nichts erinnern, so ein Film ist das und dann nie wieder angefasst, obwohl ich ja weiß, dass es definitiv sicherlich einer der besteren von ihm ist und den man, glaube ich, auch noch nicht in seine neumodische Quatschzeit rechnen kann, weil er, glaube ich, auch andere Qualitäten hat. Der bewegte Mann. Der bewegte Mann. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Bernd Eichinger. Ja, ey, mein Gott. Also, das ist noch okay. Da gehe ich noch. Also, ich hatte jetzt wirklich, jetzt kommt hier irgendwie ein Coco Wer 3 oder so eine Scheiße. Aber okay. Ach, Brody, es gibt doch nur 2. Ja, siehst du, du hast schon gelernt, Bernd. Du hast schon für deinen nächsten Podcast, hast du schon gelernt, was. Ja, nee, ist okay. Ich sag nicht, ich freue mich, aber nehme ich an. Da gehe ich jetzt noch mit. Das, wie gesagt, Bernd Eichinger und Katja Riemann auch, glaube ich, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Und Rufus Beck ist am Start. Ja. Nein, wie gesagt, das ist ja noch die Prä, er wird zum Clown-Ära da, okay, ja. Ja, nee, okay, muss man ja auch mal abarbeiten, auch beim deutschen Film sollten sich die Lücken schließen, von daher. Alles cool, gehe ich d'accord, gucke ich mir an. Weißt du aus dem Kopf, ob der wo streamt oder so? Gibt's bei Netflix. Ah, perfekt. Das ist ja noch besser. Dann guckst du dir nächstes Mal das hier an. Grüße an Chris. Ja, genau, Gruß an Chris. Ja, Bill Murray, Scarlett Johansson in Tokio. Lost in Translation. Yes, auch erst ja, nicht vor kurzem, aber auch erst relativ spät gesehen. Und wurde instant einer meiner Lieblingsfilme. Was heißt Lieblingsfilme? Aber instant ist er auf meine Letterboxd-5-Sterne-Liste gerutscht.
hat mich umgehauen. Ich verstehe, warum Chris und auch andere Leute, denen ich sonst auf Social folge, der wird von einigen sehr geliebt und ich verstehe vollends warum. Bin sehr gespannt, wie er dir gefällt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich würde prognostizieren, dass er dich auch sehr abholt, weil du auch Melancholie-Sachen magst, auch gerne so ein bisschen verträumtere Sachen. Ich glaub, hey, nur weil ich mal schwarze Haare hatte? Ja, Emo. Nein. Ich kenne ja so ein bisschen deinen Geschmack inzwischen und so, auf was für Nuancen du in Filmen achtest auch, und ich glaube, das könnte dich hier auch genau abholen, aber mal gucken, ich bin gespannt. Ich bin auch mega gespannt. Habe ich endlich mal einen Grund, den Film zu sehen. Ja, endlich macht unser Podcast wieder Sinn. Yes! Ja, cool. Das ist doch schön. Dann, nichts dabei jetzt erstmal, wo wir uns jetzt augenscheinlich jetzt schon mal, wo wir wieder mal uns hassend verabschieden, sondern zumindest halbwegs wohlwollend auf die nächste Folge blicken. Ich würde dich nie hassen. Ja, mal gucken. Mal gucken, was wir in Zukunft noch machen können. Nein. Dann haben wir es, glaube ich, für heute. Und auch nochmal gesagt, ne? Ich meine, wir haben es jetzt auch heute wieder das gehabt, das Thema, wir spoilern ja doch eigentlich viel. Das heißt, eigentlich macht es ja immer Sinn, wenn ihr unsere Folgen hört, wenn ihr die beiden Filme, die wir besprechen, auch immer kennt. Deswegen nehmt unseren Podcast wirklich, nehmt den Titel unseres Podcasts doch wirklich einfach auch wörtlich. Macht auch mit, ne? Gerne. Schaut die, wenn ihr die Filme nicht kennt, die wir besprechen hier als nächstes, schaut sie auch. Bis zum nächsten Folge. Ich meine, dafür machen wir das ja alle 2 Wochen. Dann ist auch Zeit für 2 Filme. Macht mit. Und dann können wir nämlich auch über jeden Quatsch reden und müssen uns nicht zurückhalten, was wir eh nicht machen. Aber dann macht es auch Sinn, dass wir das nicht jedes Mal wieder warnen müssen vor Spoilern und Co. Macht einfach gerne mit. Ich würde das so nice finden, wenn wir so erfolgreich mit diesem Ding wären, dass es tatsächlich eine Handvoll Leute draußen gibt, die mit uns jedes Mal wieder die Filme schauen. Ja, so das wäre so in die Richtung, hätte ich das auch gerne. Also ihr könnt es ja auch, ich meine, das haben wir, sagen wir auch immer wieder, so viel kommt da nicht, ihr seid jetzt nicht so redselig mit uns, das geht auch noch besser. ihr könnt uns auch gerne dann schreiben, wenn ihr die Filme auch guckt, schreibt uns gerne, wie ihr die fandet. Dann können wir auch gerne mal vielleicht in Zukunft auch mal eure Stimmen mal mit in den Podcast einbringen. Dann lesen wir mal ein paar Stimmen von euch auch gerne vor, wie ihr die Filme fandet. Können wir auch gerne machen. Post at Ende mit Schrecken, sage ich schon, ja, genau. Gestern, das war das andere. Gestern noch. Da haben wir jetzt alle Podcasts. Ich wollte gerade sagen, gleich haben wir alle genannt. Gestern Abend noch aufgenommen, deswegen bin ich schon wieder im anderen Podcast. Post@schaubefehl.de oder feedback@schaubefehl gehen beide. Könnt ihr jetzt E-Mails schreiben, ihr könnt uns auf Social, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook. Ihr könnt uns überall natürlich anhauen und schreiben. Wir freuen uns auf Feedback. Und wenn ihr Meinungen zu den Filmen habt, die wir halt fürs nächste Mal ansagen, dann schreibt uns gerne. Dann können wir das gerne mal in Zukunft auch mal, wie gesagt, in den Podcast einfließen lassen. Sind wir, glaube ich, sehr offen. Aber ja, wie gesagt, nehmt unseren Podcast-Namen gerne wörtlich. Und schaut die Filme auch gerne mit uns. Das, glaube ich, würde noch besser funktionieren, wenn, oder das heißt funktionieren, aber dann habt ihr auch einen Grund, und wie gesagt, und wir müssen nicht immer wieder sagen, guckt die Filme, Achtung, Spoiler, bevor wir spoilern dürfen. Genau. Von daher, das nur noch mal an der Stelle. Und haben wir noch irgendwas? Ja, Patreon und Steady natürlich. Wer das hier geil findet, das wir machen, kann es unterstützen. Von Matze kommt jetzt auch bald eine neue Bonusfolge. Die habe ich noch auf Halde. Mea culpa, ich habe sie noch nicht geschnitten bekommen. Alles entspannt. Wegen Hochzeit und Katzen, ihr habt es schon gehört. das ist leider liegen geblieben. Aber kommt jetzt, mache ich jetzt fertig in den nächsten Tagen. Und dann kommt noch eine neue Bonus-Episode von Herzensfilme. Auch bei uns, wenn ihr uns bei Crowdfunding supportet. Das freut uns sehr. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir es. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit Der bewegte Mann und Lost in Translation. Geilo. Cool, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis denn. There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. It's a hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.